Herzlich willkommen, liebe Karl May-Freunde. Herzlich willkommen zu unserer dritten Lesung, zu unserer großen Sommerlesung 2021. Die Tramps vom Kansas River von Reinhard Marheinecke. Eine Geschichte mit Winnetou und Old Shatterhand, angelehnt an die Abenteuer von Karl May. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir uns hier auf diesem Kanal wieder treffen. Unsere letzte Lesung endete ja im Dezember, am 31. Dezember. Und seitdem ist es ruhig geworden auf unserem Kanal, aber wir haben im Hintergrund halt weitergearbeitet, um euch ein Sommerprogramm bieten zu können. Als wir uns entschieden haben, etwas zu machen, falls Corona weiter anhält, war uns relativ klar, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit hat sich ein bisschen zerschlagen, das hätten wir zeitlich so nicht hinbekommen, sodass der Sommer ohne etwas bei uns gelaufen wäre. Wir werden das aber höchstwahrscheinlich nachholen. Und die andere Geschichte war eben dann zu sagen, wir lassen noch mal lesen. Warum lassen wir lesen, obwohl so viele Karl-May-Bühnen ja nun doch spielen? Relativ simpel. Im Februar, März haben wir natürlich geschaut, wie sind die Inzidenzzahlen, wie entwickelt sich gerade das Geschehen auf den Bühnen, standen in Kontakt auch mit vielen Veranstaltern. Und für die meisten war es eher so, dass sie gesagt haben, so richtig glauben wir nicht dran, dass wir spielen können. Es folgten dann ja auch relativ früh die Absagen der Störtebeker Festspiele und auch der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Auch Dasing hat relativ früh umgeswitcht und gesagt, unser Alternativprogramm spielen wir in der Hauptsaison, weil es einfach nicht abzusehen war, wie kann man Karl-May auf die Bühne bringen, sodass auch möglichst viele Zuschauer dann natürlich auch mit einem vernünftigen wirtschaftlichen Hintergrund tatsächlich kommen können. Ja? Also, weil so eine Lesung einfach auch ein bisschen Vorlauf braucht, mussten wir uns im März entscheiden und haben das dann getan und haben uns dann überlegt, was können wir euch bieten, was kennt ihr noch nicht. Die Lesung selber, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt, schön, dass ihr immer dabei wart, aber nochmal Karl May, nein. Wir haben dann gesagt, es gibt einen Autoren in Hamburg, den Reinhard Marheinecke, der schreibt seit über 25 Jahren Pastiche-Romane, Fortsetzungsgeschichten nach Karl May, mit den Helden Karl Mays. Und er hat jetzt mittlerweile fast 50 Bücher veröffentlicht und wir haben gesagt, das Werk, das dürfen wir auch mal würdigen. Wir haben uns dann für den Roman Die Tramps vom Kansas River entschieden, weil dieser eben im Karl-May-Verlag veröffentlicht wurde. Herr Marheinecke hat auch einen Eigenverlag, in dem der Großteil seiner Bücher erschienen ist, aber die letzten Romane erschienen eben im Karl-May-Verlag. Und weil der Karl-May-Verlag eben auch Probleme durch die Corona-Krise hatte. Ja, man konnte natürlich keine Werbung schalten in Programmheften, weil keiner Programmhefte kaufen konnte. Dementsprechend sind natürlich auch viel, viel weniger Menschen auf die Bücher Karl Mays aufmerksam geworden. Haben wir gesagt, wir verknüpfen das Ganze hier. Wir würdigen auf der einen Seite das Werk von Reinhard Marheinecke, auf der anderen Seite nehmen wir den Karl-May-Verlag ins Boot, dass zumindest ein bisschen Präsenz auch für den Karl-May-Verlag vorhanden ist. So stehen wir also heute an dem Punkt, dass wir sagen können, es geht los, 19:45 Uhr mit Kai Noll. Und es wird eine tolle Geschichte, denn wir haben wieder ganz, ganz viele Schauspieler dabei. Viele bekannte Gesichter, die ihr von unseren letzten Lesungen her kennt, aber auch ganz, ganz viele neue Gesichter. Ja, eingangs schon erwähnt, Kai Noll liest heute das erste Kapitel. Und es kommen noch weitere Gesichter, die ihr bisher bei keiner Lesung gesehen habt. Freut euch drauf, verfolgt uns auf Insta und auf Facebook. Dort werdet ihr mal rechtzeitig sehen, wer so alles mit dabei ist. Die meisten und den Großteil der Darsteller kennt ihr schon, wir haben sie angekündigt. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir euch nicht nur tolle Schauspieler präsentieren können, sondern wir haben uns natürlich auch wieder um Musik bemüht. Bei der letzten Lesung hatten wir die Klänge von Heiko Meile, Martin Böttcher aus den Winnetou-Neuverfilmungen von RTL. Und diesmal haben wir Musiken von Ralph Siegel. Genau, dem Ralph Siegel, den jeder von den Eurovision Song Contests her kennt. Der Ralph Siegel, der wie kein anderer für Musik Made in Germany steht. Und er hat uns, und das freut uns wirklich, seine Musiken vom Winnetou-Musical 1982, welches mit Pierre Brice aufgeführt worden ist, zur Verfügung gestellt. Kostenlos. Auch dafür herzlichen Dank. Wie die Schauspieler auch, hat auch also Ralph Siegel gesagt, ich unterstütze dieses Projekt, ich unterstütze das Anliegen, welches wir für Kunst und Kultur nach draußen tragen wollen. Es war mit Ralph Siegel ein wunderbarer Kontakt. Für ihn ist das eine Herzensangelegenheit. Er ist nach wie vor sehr traurig, dass dieses Winnetou-Musical nur ein paar Wochen gelaufen ist, ist der Veranstalter halt pleite gegangen. Denn für ihn, und das ist jetzt sein O-Ton, war das Projekt damals eine Herzensangelegenheit. Ihr werdet im Intro und im Outro halt die Musiken hören, achtet drauf, freut euch drauf. Leider gibt es die noch nicht auf CD, aber die Schallplatte findet ihr immer wieder bei eBay, bei Kleinanzeigen und so weiter und so fort. Ja? Also die ist zu bekommen und wir können euch diese LP wirklich nur wärmstens empfehlen. Es sind unfassbar tolle Musiken, jenseits von Martin Böttcher natürlich, einfach in unseren Köpfen natürlich ganz anders präsent ist als eben Ralph Siegel. Aber so dürfen wir euch tatsächlich nochmal etwas wirklich Besonderes bieten. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein solcher, und ich glaube, er verdient den Begriff Superstar, uns eben mit seiner Musik unterstützt. Also freut euch nicht nur auf die tollen Stimmen und auf die tollen Beiträge, sondern eben auch auf die tolle Musik von Ralph Siegel. Zu unserer Lesung gibt es natürlich auch wieder ein Plakat, ihr seht es so ein bisschen im Hintergrund angedeutet, ihr habt es auf den Social-Media-Kanälen und auf unserer Website wildwestreporter.com wahrscheinlich auch schon gesehen. Das Plakat hat diesmal gezeichnet der Schauspieler Sascha Hödl. Viele von euch haben ihn schon mal kennengelernt, ein richtiger Karl May-Liebhaber, der bei den Karl May-Spielen in Bad Segeberg in den vergangenen beiden Spielzeiten zu sehen war, davor auch als Winnetou in Winzendorf, und der eben in diesem Jahr beim Segeberger Ersatzprogramm den Winnetou spricht. Für ihn eine ganz große Ehre und für uns eine Riesenfreude, dass er uns dieses schöne Plakat gezeichnet hat, mit den Helden Winnetou und Old Shatterhand drauf, verkörpert hier tatsächlich dann von Sebastian Kolb und auch Jean-Marc Birkholz. Also ein tolles Plakat. Danke an dieser Stelle, lieber Sascha. Es ist schön, dass du uns bei unseren Aktionen immer so unterstützt. Ein Dank geht natürlich auch raus an alle Schauspieler. Die Schauspieler sind wieder kostenlos dabei. Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn, welche Bereitschaft wir immer wieder gespiegelt bekommen. Also es war relativ einfach, die Schauspieler zu akquirieren und sie zu bitten, dabei zu sein, obwohl sie alle nicht wussten, wie wird es im Sommer, wie voll wird es vielleicht auch für sie in ihrem eigenen Terminplan. Und so haben jetzt viele Gott sei Dank wieder ein Engagement und haben trotzdem ihre Bereitschaft erklärt und gesagt, ja, wir machen das und es wird gut. Und ich glaube, es wird gut. Die ersten Videos, die wir bekommen haben, sind wirklich sensationell. Also freut euch drauf. Einfach toll. Ja, ihr kommt ins Wohnzimmer eurer Stars und das ist nicht selbstverständlich. Dann sagen wir Danke natürlich an Reinhard Marheinecke, der sofort von der Idee begeistert war und seine Textvorlage zur Verfügung gestellt hat. Klar, ein großes Dank an den Kai Noll Verlag, an Bernhard Schmidt, der auch gestern ja schon ein Vorwort eingesprochen hat und auch wieder mit dabei war, uns den Text ebenfalls zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, yo Jungs, das könnt ihr machen. Also es ist auch hier wirklich sehr wohltuend, wie gut das Miteinander in dieser Karl May Szene denn mitunter auch ist, und macht dann natürlich auch irrsinnig viel Spaß. So, jetzt habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ja, das Wichtigste, es geht los, wir freuen uns drauf, seid dabei. Wie immer wird es zur Premiere des jeweiligen Kapitels einen Live-Chat geben, den ihr ja auch so lieb gewonnen habt. Wir werden auch wieder zum Live-Chat viele Stars einladen, und es haben schon viele ihre Bereitschaft erklärt, dann eben mit dabei zu sein, so dass ihr dann während des Live-Chats auch mit euren Stars kommunizieren könnt. Genießt das, lasst ein Like da, darum möchte ich wirklich bitten. Lasst ein Like da, nicht wegen uns. Ja, wir machen das für euch und wir freuen uns, dass wir es überhaupt auf die Beine stellen können. Aber euer Like und euer Kommentar auch unter den Videos bedeutet für die Schauspieler einfach Applaus. Wirklich Applaus. Und gönnt euren Schauspielern, die ihr alle schon mal irgendwo auf irgendeiner Bühne gesehen habt, gönnt denen den Applaus. Lasst einen Kommentar und ein Like da. Teilt es, erzählt es euren Freunden weiter. Es ist keine Selbstverständlichkeit und es ist ein großartiges Projekt, was ohne deren Bereitschaft einfach nicht möglich wäre. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Gell? Ich wünsche euch viel Spaß im Namen meiner lieben Wildwestreporter-Kollegen. Andreas, der für den Schnitt verantwortlich ist. Sven, der ebenfalls beim Schnitt unterstützt, Social Media auf Facebook macht und irgendwie auch Mädchen für alles ist. Malte, der immer ansprechbar ist, der sich immer mit reinkniet, da hilft, wo er helfen kann und die ganze Zeit Insta befüttert. Ja, also wir versuchen wirklich unsere Freizeit im Prinzip für euch jetzt ein bisschen hinzugeben. Und ja, dankt es den Schauspielern. Bitte, das ist mir wirklich ein Anliegen. Dankt es ihnen, ich wiederhole mich. Und applaudiert ihnen. Euch viel Spaß, danke für eure Treue und let's go. Alles Liebe, macht's gut.